Und damit herzlich willkommen zum Teil 29 hier in EEP 16 zu Frankfurt-Hanau. Ja, wir befinden uns hier an der leeren Mainzer Landstraße, die wir ja beim letzten Teil unter anderem hier als Block neu auf die Anlage hinzugefügt haben. So, und es ist ja noch alles relativ leer. Zum einen möchte ich erstmal damit beginnen, hier diese komischen braunen Felder zu entfernen. Die gefallen mir irgendwie überhaupt nicht. Muss ich mal schauen, was das ist. Sind das Immobilien oder sind das... Ah, Gleisobjekte für Straßen. Dann kommen die auf jeden Fall weg. Weil das sah nicht wirklich schön aus. So, wir beginnen als allererstes mal damit, diese Immobilien hier an die Straße zu verschieben. Ja, das heißt, wir kopieren uns die alle, müssen natürlich dafür auch in die Immobilien. Ja, ist ja logisch. So, dann tun wir das hier alles mal anklicken. Alles, was jetzt sozusagen mit rüber soll, was ja eine ganze Menge ist. Da werden auch irgendwelche Sachen gar nicht erkannt. Müssen wir dann mal näher gucken, was das dann dementsprechend, was da los ist. So, das klicken wir auf jeden Fall alles schon mal an. Ist natürlich längst nicht alles, weil auch diese kleinen Ausstattungsobjekte hier natürlich überall mitkommen. Das heißt auch jede einzelne Laterne, die sich hier befindet. Ja, und dann können wir diesen Block einfach kopieren, da die Tür auch. Nein, zur Not auch nicht. Die lässt sich jetzt nicht anklicken, weil der wahrscheinlich irgendwas skaliert ist. Und die Ampeln und hier die Sperrposten und diese Ampel und diese Ampel, weil wie gesagt einfach alles. Ja, weil das brauchen wir ja sozusagen da an der Straße. So, hier natürlich auch diese ganzen Autos und die Streifen. Wie gesagt, das ist eine ganze Menge. Die Sperrpfosten, wenn man da an die drankommt, genau. Und diese hier und ja, alles blinkt, alles ist hier. Ja, aber wie gesagt, das soll ja auch alles mit und bestmöglichst in einem einzigen Block. So, hier fehlt noch was. Das sind nämlich zwei zusammen, genau. Hier diese ganzen parkenden Autos, natürlich auch die Lampe und dieses Auto. Wie gesagt, das kriegen wir alles ganz gut in einen einzigen Block. Und dann können wir das, wie gesagt, an die entsprechende Stelle platzieren. Hier die ganzen Laternen. Wie gesagt, das ist sehr, sehr viel Ausstattungszeug, sage ich jetzt mal. Und weiter geht es jetzt natürlich auch noch mit den ganzen Immobilien hier, ja, also hier das hier, das sind glaube ich genau Landschaftsobjekte, das alles hier und das da, wie gesagt, einfach alles blinkt jetzt einfach mal. Und diese Zäune hier, die Schaukel. Und die Figuren und so weiter, die kommen dann nochmal extra. Ja, weil das sind ja Landschaftselemente. Und ich mache das deswegen so getrennt, weil wir hier sonst die Straßen oder allgemein die Splines wieder mit kopieren. Ja, und die Straßen, die sollen ja dementsprechend da hinten schon bleiben. Ne? Weil das hier ist ja zum Beispiel wieder auf der Straße. Und würde man das in einen Rahmen ziehen, würde man diese Straße wieder mitschleifen. Und deswegen mache ich das jetzt diesmal so. Hier die Garage, die machen wir am Ende auch wieder auf.
Die ganzen Laternen. Und wie gesagt, diese ganzen parkenden Autos. Gleich haben wir es auch geschafft. Jetzt scheint wahnsinnig viel zu blinken. Also wie gesagt, alles, was wir hier jetzt bisher haben, auch hier die Zebrastreifen, die nehmen wir auch noch mit. Genauso wie die entsprechenden Schilder. Die Immobilien da hinten, die machen wir dann separat, weil das hat nichts hier mit der Galluswade zu tun, sondern eher mit der Kreuzung Güterplatz. Aber die ist schon genial, diese Funktion. Also wie gesagt, mit Alt mehrere Sachen kopieren, ja, die immer gedrückt halten. Und dann kann man hier, machen wir jetzt einfach mal auf Block verschieben und dann kann man das wunderbar mit allen gefühlten 1000 Objekten jetzt, also so viele sind es jetzt nicht, aber trotzdem können wir jetzt hergehen und diesen gesamten Block einmal verschieben und genau das gleiche machen wir dann auch mit den Landschaftselementen noch. Und ich kann mir gut vorstellen, das passt genau da rein, logischerweise. So. Dann kommt das einfach mal ein bisschen näher. So, woran orientieren wir uns denn? Wo soll was wieder hin? Und wo könnte was hinkommen? Dann gucken wir hier einfach mal an die Ecken. Hier zum Beispiel. Also hier ist mit dem Zaun, das ist ja eindeutig. Ja, hier mit dem Kies. Alles blinkt. Ich hoffe, das macht einen hier kein verrückt. Genau, hier sind jetzt zum Beispiel auch die Ampeln an der richtigen Stelle und so. Genauso soll das ja auch sein. Genau, hier sind ein paar Immobilien, die nicht mitgekommen sind, weil manche vielleicht auch einfach gesperrt waren, schon als Block selbst. Aber genau, so passt das. Da haben wir hier jetzt unsere Immobilien auf jeden Fall schon mal ruckzuck an der Stelle, wo sie hingehören, ohne dass man irgendwelche Objekte neu platzieren muss. So, ich möchte mal ganz kurz gucken, was hier das für Fragezeichen sind. Die kommen natürlich alle weg. Gartenstuhl, ich habe eigentlich mal gedacht, die hatten wir auch mal. Ja, muss ich halt einfach mal schauen, was wir dann draus machen. Wir können nämlich auch einfach hier diese sitzenden Figuren dann weg, weil die passen ja dann eh nicht. Wenn man die Stühle nicht mehr hat, kann auch keiner sitzen. So. Ja, hier dieses Fass, darum geht es jetzt nicht. Genauso wie die Tassen. Das kommt dann halt auch alles einfach gerade mal weg. Genau, und dann, ja, das Auto steht jetzt hier noch. Aber das sind Kleinigkeiten, die wir nochmal neu sozusagen setzen können. So, jetzt geht es an die Figuren und an die Bäume. Die kommen natürlich auch mit an die richtige Stelle. Also wie gesagt, ich finde es schon cool, dass es hier so viele Funktionen gibt, die so etwas hier im Spiel dermaßen vereinfachen. Ja, diese Buschreihe möchte jetzt auf irgendeine Art und Weise nicht kopiert werden. Ah, hier haben wir übrigens noch den Grill vergessen. Fällt mir gerade auf. Ja, das sind alles so kleine Szenen, die wir mal erstellt haben hier. Wo man jetzt schauen kann, wie man sie auf irgendeine Art und Weise wieder bestmöglichst einbauen kann. So, hier, das kommt natürlich auch mit. Ja, diese einzelnen Büsche, ob jetzt wirklich jeder dieser einzelnen da mitkommen muss, das ist jetzt ein anderes Thema, weil ich glaube, da wird jetzt keinen stören, wenn da einer mehr oder weniger wäre. Ja.
Genau, sowas hier, dann die Figuren hier, die auf dem Gehweg unterwegs sind. Ja, da kommt man überhaupt nicht hin. Also alle von diesen Buschreihen können wir nicht einbauen. Aber das ist aber auch Kleinkram hier. Eieieiei. Das ist ja wirklich sehr, sehr mühsam, das alles einzu, ja, wie sagt man das? Anzuklicken, ja, und einzufangen. Ich meine, wie gesagt, das eine oder andere vergisst man auch, aber das ist völlig normal, weil man halt auch nicht mehr jedes kleinste Objekt hier kennt. Genau. Ja, wie gesagt, so Not, also so Buschreihen, die kann man ja auch ganz einfach nochmal irgendwo dran setzen. Ja, also die hat man ja relativ schnell wieder. So, jetzt tue ich hier die Hälfte wieder entklicken. Ja, wenn es diese Bezeichnung überhaupt gibt, entklicken, habe ich noch nie gehört. Es kann auch sein, dass ich das gerade erfunden habe. So, hier sind überall noch ein paar Figuren. Hier ist auch noch einer. Ja, in die Grasreihe kommt man sogar. Cool, hätte ich gar nicht gedacht. So, das tun wir jetzt erstmal verschieben. Ja, da haben wir jetzt trotzdem den ein oder anderen Mannequin vergessen. Aber den können wir ja immer noch holen. Genauso wie die einen Bäume da hinten. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal ein bisschen was. So, und da gucken wir jetzt einfach, ja, wo diese Hecken hier dran passen. Ja, weil die sind ja enorm. Ja, und deswegen ist es am einfachsten hier zu schauen, wie das Ganze hier passt. So, das ist hier an der Stelle passend, genau. Und alles andere passt ja dann automatisch auch, genau. Sehr schön. Ja, das sieht ja schon wieder fast so aus, wie als wäre es nie weg gewesen. Ja, und wir vermisst jetzt hier diese Gartenszene. War zwar niedlich, aber ja, letztendlich, genau, hier fehlen die Sitzbänke, genau, die holen wir uns jetzt noch hierher. Das sieht natürlich komisch aus, wenn man hier in so einer merkwürdigen Position über dem Kies sich befindet, aber nicht sitzt. Stehen auch noch zwei, eieieiei. Wenn wir da schon in Landschaftselementen sind, können wir auch gleich das so machen, dass wir hier einfach, na, hier einfach schon mal die anderen. Mit kopieren. Diese kleinen Büsche. Schauen wir mal, ob wir da alle einfangen. Hier die Figuren. Dann war's das. Diese hier. Da ist auch noch was ganz, ganz Kleines. Haben wir das hier noch? Das, keine Ahnung von was das ist. Und dann haben wir hier hinten noch die Bäume von der Frankenallee. Zumindest das, was von der Frankenallee hier übrig bleibt. Ja, weil so viel ist ja hier gar nicht davon vorhanden. So, das hat auch schon wieder ganz gut funktioniert. Hier haben wir noch das eine oder andere und das tun wir jetzt auch hier verschieben. So, das war jetzt ein bisschen zu weit, weil diese Bäume, die gehören ja auf jeden Fall hier in die Straßen, bitte. Das ist ja ganz klar. Und dann gucken wir ein bisschen genauer hier gegenüber der
Na, verstehe, so einfach ist das gar nicht hier zu definieren. Schauen wir gerade mal. Ich glaube, das passt sogar. Ja. Ja, ich meine, wo hier so ein Buschelement in so einem Vorgarten ist, das ist ja sowieso nicht so dramatisch. Ja, aber wie gesagt, hier die Bäume, die sollten schon hier möglichst passen. Genau, das tun sie auch. Also von daher passt. So, dann holen wir uns noch die restlichen Immobilien. Diese Sachen hier zum Beispiel. So, da stehen diese ganzen Flaschen auf dem Tisch. Wie gesagt, das sind alles sehr, sehr schöne Details, aber auf die man am Ende sehr, sehr, sehr selten achten kann, eben weil die halt auch dermaßen klein sind. Von daher ist halt die Frage, inwiefern braucht man das auf so einer kompakten Anlage? Ja, war zwar schön, aber mal schauen, ne? Hier sind ja immer noch Figuren. Ai, das hat ja überhaupt kein Ende hier. So, das einmal anklicken und diese hier und das Fahrrad und hier die Stangen. So, und die Tür. So, und dann gucken wir mal, wo das hinpassen könnte. Ja, diese Figuren ist egal. Ja, die können wir auch wieder irgendwo setzen oder irgendwo, wie gesagt, beliebig hin platzieren. Gucken wir jetzt einfach gerade mal, wo das am besten hinpassen würde. Also hier die Sitzbank ist ja relativ logisch, dass die hier auf jeden Fall hingehört. Jetzt dürfen wir sie nur nicht, dürfen wir nur nicht was Falsches anklicken, weil sonst kriegen wir nicht mehr jeden Block zustande. So passt das doch. So kann man das lassen. Das passt. Ja, die Figuren, die sitzen hier am Tisch, mehr oder weniger. Ja, der geht auf dem Gehweg. Die Blumendinger stehen hier an der Haustür. Das sieht doch schon wieder ganz gut aus. Genau, und hier fehlen jetzt noch ein paar dieser Platten hier. Ja, da werden wir auch gerade mal hingehen und diese einfach mal kopieren. Und dann haben wir die auch noch mal. So. So, passt. Ja, hier, das brauchen wir gar nicht so intensiv. Haben wir hier nicht auf irgendeine Art und Weise dieses. Dieses Gebäude hier. Das hatten wir doch auch. Das stand hier an dieser Stelle. Einmal umgedreht. Null. Ja, so in dieser Hinsicht war das. Das war 90, genau. Und dann hatte man das nämlich hier direkt davor.
Das war nämlich hier so ein bisschen rein gebaut, sage ich jetzt mal. Genau, so war das. Da waren hier nämlich diese ganzen Läden, daran erinnere ich mich. Und dann hat man hier genau diese schöne Szenerie gehabt. Genau. So, da haben wir es wieder. So, hier schöner Straßenverkehr. Ja, mehr oder weniger. Aber auf jeden Fall läuft er, das meinte ich gerade damit. Oder doch nicht. Kleinen Moment, da muss ich gerade bei hinfliegen. Hier stimmt was nicht. Ich glaube, hier sind die Straßen noch nicht ganz zusammen. Kann das sein? Sieht wohl so aus. Weil sonst wäre es ja so, dass es da dran passen würde. Na? Schauen wir einfach mal. Wenn wir hierher gehen und das sozusagen einmal zusammen, müsste es ja wieder laufen. Genau, jetzt geht's weiter. Hier im Übrigen, das werden wir mal so machen, dass wir hier auch die Fahrspur durchgehend sehen. Genau. Dann passt das auch wieder. So, dann können hier die Straßenfahrzeuge wenigstens wieder lang fahren. Genau, das ist mir gerade aufgefallen. Dann haben wir hier noch die anderen Immobilien. Wo waren sie denn? Sind bestimmt gerade hinter mir. Da haben wir sie, genau. Da gehen wir jetzt einmal hin und tun die gerade noch kopieren. Zack. Klicken hier auch wiederum natürlich alles so an, wie es zuvor war. Dann haben wir auch wenigstens unsere Ausstattung drumherum wieder. Hier Bushaltestelle kommt natürlich mit. Genauso wie die da drüben. Ja, die Figuren können wir jetzt natürlich noch nicht mitnehmen. Das hört sich an. Komplett mit auf die Reise, ne? So, hier dann die ganzen Ampelanlagen und die Straßenmarkierungen. Und hier und die Ampeln da drüben. Lauter Einzelstücke und am Ende ergeben sie ein sehr, sehr schönes, komplettes Bild. So, das kommt auch noch mit. So, dann haben wir schon mal hier alles angeklickt. Das kommt auch mit. Und hier diese ganze Häuserreihe. Zack, 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 die auch. Wie gesagt, das ist enorm vereinfacht. Also echt coole Funktionen hier. So, das auch und ich weiß jetzt gar nicht, von was das hier unbedingt alles war. Und das da kommt auch mit. Das war dann hier bestimmt irgendwo am Eck. Davor stehen ein paar Autos, die kommen auch mit. Und dann verschieben wir das, weil dann dürften wir alles kopiert haben oder so, oder vielmehr angeklickt. So, dann gucken wir mal, was passt denn am besten. Also, ja, da hat doch noch das eine oder andere gefehlt. Na ja, gut, kann man immer noch nachträglich holen. Am besten wir gucken anhand der Ampeln hier, inwiefern das mit der Gebäudeplatzierung passt. Passen die Ampeln hierher, passen auch die Gebäude. So, die ist auf jeden Fall mittig, genau wie diese ganzen. Ja, ich glaube, so hundertprozentig passt das hier gar nicht hin.
Also dieses gelbe Gebäude hier, das passt auf jeden Fall nicht so genau. So, das passt, das könnte passen. Schauen wir mal die Häuserreihe. Genau, die war auch ein bisschen hier im Gehweg, kann ich mich erinnern. Also wie gesagt, das passt dann auch auf jeden Fall. Ja, hier dieses Gebäude. Das kommt doch mal komplett weg, weil das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist grafikmäßig überhaupt nicht gut. Ja, das ist ja auch noch ein altes hier. Da überlegen wir dann, dass da irgendwas zeitgemäßeres hinkommt. Also ich meine Version zeitgemäßer. Ja, also irgendwie so ein EEP4-Objekt oder irgendwie sowas. Weil das fällt halt enorm auf. Genau, da haben wir auf jeden Fall schon mal unsere Blöcke hier drauf kopieren können. Sieht doch schon mal wesentlich befüllter hier wieder aus. So, dann wollen wir mal schauen, was wir so. Ja, an sich. Hier fehlt ja auch noch enorm viel. Ja, also, ich weiß jetzt gar nicht, ob man da diesbezüglich schon irgendwie einen Block hatte oder nicht. Auf jeden Fall ist da diesbezüglich schon mal wieder ein weiterer Schritt getan. Ja, hier im Bahnhofsbereich ruckelt das enorm, davon nicht irritieren lassen, wenn ich hier ein Video aufnehme. Aber wie gesagt, haben wir hier wenigstens jetzt wieder Gebäude im Hintergrund. Wir haben hier erweiterte Straßen, das ist schon mal ganz gut. Ja, und so wie es aussieht, fahren auch die Autos vorerst relativ normal. Ja, also zumindest überall, dass wir da überall eine virtuelle Verbindung haben. Ich wiederhole irgendwie jedes zweite Wort aus irgendeinem Grund. Ja, keine Ahnung, ist schon spät am Abend. ja. Ja, an sich, die Straßenbahn fahren ja auch ganz gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde sogar sagen, hier hinten haben wir ein kleines Problem. Da müssen wir mal natürlich gerade noch mal gucken, ob wir hier ein anderes Ende dafür bekommen. Oder vielmehr, wo die halt hin können. Ne? Hat man hier denn irgendwas offen? Hier hinten hat man was offen. Das passt. Dann machen wir das so, dass wir hier das mit dieser Strecke hier verbinden. So, hier war's. Ja. Da nicht so genau hingucken. Ja. Da schauen wir einfach mal. Vielleicht können wir einfach noch mal ein paar Meter hier mit den Fahrzeugen über die Anlage fahren. Was ist da jetzt schon wieder los, Kerlena? Andauernd stockt die irgendwas. Wo möchte denn diese Straße hin? Ich weiß nicht, wo diese Straße hin möchte. Hier hat eine Weiche überhaupt keinen Sinn und dadurch, dass das gerade nicht anders geht, machen wir das hier mit Gehweg links. Das ändern wir dann am Ende wieder um. Nur hier jetzt sind so viele Autos da drauf und hier kann man das jetzt nicht umändern. Hallo? Nehmen wir mal nicht mal eine Weiche hier zurück. So, und dann machen wir das jetzt auch, wenn das total sinnlos ist. Aber wie gesagt, es geht mir darum, dass hier dann die Straßenfahrzeuge auch weiterfahren. Genau, die fahren jetzt vielleicht ein bisschen doof hier an der Stelle.
Ja, also der Reisebus, der fällt ja auf dem Mercedes aber auch stark auf. Also der hat auch keine Angst vor einem Auffahrunfall, so wie das aussieht. So, hier kann man natürlich an der Stelle auch nochmal, wie gesagt, das ist auch eine gute Sache, mal hier ein bisschen durchzutesten, weil hier kann man natürlich auch ganz gerne wieder mit dem Effekt Umschalter fahren. Ja, ich meine hier nicht, alle müssen hier nur geradeaus fahren. Ja, das passt dann auch. Genau, dann fahren die Autos wieder ein Stückchen mehr. Das haut einen natürlich noch enorm um die Kurve. Hier fällt alles durcheinander. Aber wie gesagt, erstmal muss man grob gucken, ob alles gut läuft. Ja. Bevor man dann in Steuerung und so übergeht. Aber gut, dass uns das nochmal aufgefallen ist, da an der Stelle, wo es noch einen Stau gab, gerade eben, wo die Strecke noch nicht verbunden war. Weil wie gesagt, individueller Straßenverkehr, das macht so viel schon abwechslungsreicher. Ja, von daher. So, der Flixbus fährt dann einfach mal dem O405 Gelenkbus hinterher. Aber ist eigentlich ganz cool. Na, und ein Straßennetz ist das auch schon ordentlich. Naja, die Kurvenfahrt, das ist ein anderes Thema. Die können wir vielleicht noch mal überarbeiten. Gucke ich einfach gerade mal, ob man die irgendwie ein bisschen besser hinbekommt. Ich verstehe halt einfach nicht, warum das Spiel keine schönen Kurven mehr ziehen kann. Das hat das, wie gesagt, mal besser hinbekommen. Aber ich möchte es, um ehrlich zu sein, auch nicht andauernd ansprechen. Ich meine, was war daran jetzt so schwer, hier eine normale Kurve dran zu setzen? Die muss ja nicht so eckig rund sein. Ja, man hat ja gerade eben gesehen, wie hier so die Kurven sind. Und ihr dürftet es ja sicherlich auch mitbekommen, wenn ihr hier selber Straßen und so baut. Oder vielmehr verlegt. Genau, aber so im Großen und Ganzen läuft es auf jeden Fall. Hier die Straßenbahn müssen wir dann mal gucken, wie wir hier einen relativ guten Betrieb hinbekommen. Also, was macht der denn da? Was ist das denn? Die machen hier irgendwelche komischen Faxen, keine Ahnung, was da das Problem ist. So, wir fahren hier an die Südseite und ich würde ganz ehrlich sagen, an der Stelle, ja, würde ich auch vorerst den jetzigen Teil erst einmal beenden. Wir werden natürlich im Laufe der Zeit hier dran weitermachen. Ja, ich bedanke mich natürlich. Ja, der hat hier enorm viel zu arbeiten im Bereich. Eieieiei, hoffentlich hält er das alles gut aus. Müssen wir mal schauen. Ja, auf jeden Fall, ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und ja, gerne bis zum nächsten Mal und mal schauen, wie es dann an der einen oder anderen Stelle dann weitergeht. Wie gesagt, gerne bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.